Einen wunderschönen guten Abend. Ne, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin's wieder, der gestörte Weber. So, die neuen Programmhefte sind da. Programm November, Dezember haben wieder jede Menge am Start, obwohl wir jetzt fast Ende November haben. Wollte ich darauf hinweisen, dass jetzt diese Woche die Hildegard Scholten am 28.11. auftritt. Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 13 Euro. Hildegard macht eine Mischung aus Comedy mit ein bisschen Kabarett. Eine ganz lustige Geschichte, ist schon bei uns gewesen, hat grandios abgesahnt. Und vielleicht sehen wir uns eventuell dieses Wochenende, also am Freitag. Und am 29.11. tritt die Band One Eye Open auf. Das ist ein Off-Hut-Konzert, das heißt also kein Eintritt. Und ihr könnt eine Spende in den Hut reinwerfen, der wird nachher rumgereicht. One Eye Open machen Akustikrock. So, und jetzt mal Tacheles hier. Dirk, deine Mütze ist fertig. Ich trage die jetzt mal, um zu testen, ob die für deinen Kopf geeignet ist, weil du hast ja einen etwas kleineren Kopf. Ich habe ja so eine Kanisterbirne. Und so. Mal hier die Kurve nehmen, weil ich muss jetzt gucken, dass ich hier in der Moselgasse jetzt mal mich hier durchmanövriere und feststelle, ich atme zu viel, weil alles hier beschlagen ist. Aber die Heizung ist ja jetzt an. So, wenn ihr so ein bisschen Rauschen im Hintergrund hört, das ist die Heizung des Opel Corsas. Jawohl, wir fahren Opel Corsa. Und warum? Den fahren wir, bis der kaputt ist. Bist du so als Selbstständiger? Da gibt es ja immer so diese Geschichten, Dankeschön, diese Geschichten hier, ne, wo dann die Leute, bevor die den Laden aufgemacht haben, sich erstmal einen Mercedes-Kompressor kaufen. Und warum? Weil der Steuerberater gesagt hat, ihr müsst Schulden machen. Ja, das stimmt, aber die Schulden sollt ihr erst dann machen, wenn ihr Geld verdient. Und nicht erst Schulden machen und darauf hoffen, dass ihr Geld verdient. So funktioniert das die nicht. So funktioniert die schon nicht. Packt ihr mal an den Kopf, packt ihr euch da, ey. Aber das ist halt so, ne? Das ist halt der Deutsche. Nach außen hin immer schön den Schein wahren. Immer schön blanke Keramik in der Fresse haben und einen dicken, fetten Wagen fahren. Und auf dem Konto haben wir 8000 Euro minus. Und wie geht es dir? Bestens. Mir geht's super. Bestens ist definitiv immer, mir geht's scheiße. Da könnt ihr einen Arsch drauf verwetten, wenn einer sagt, wie geht's dir? Und man sagt, oder der andere sagt, bestens, auch mal in diesem Ausdruck, bestens, das ist richtig schön durch die Lippe gepresst, kannst du in eine Tonne kloppen. Der hat locker 15.000 Euro Schulden am Arsch, poppt eine andere, die alte von dem auch, und zu Hause sitzen sie sonntags, mittags beim strahlenden Sonnenschein, beim Sonntagsbraten. Guten Morgen, hallo mein Schatz, na, ich liebe dich, ich dich auch. Unsere Kinder sind so gut gewachsen. Ja, und du fickst mit einer anderen. Ja, so ist das im Leben. Komm, bewegt mal euren Arsch. Rentnerarsch. Und die schleichen auch immer, ey. Haben wir heute Morgen auch wieder eine Diskussion gehabt am Frühstückstisch. Ja, wo wir jetzt zum Beispiel leben. Was wir machen wollen, wie die Zukunft aussieht. Und da ist es wieder eingefallen, in welcher Misere man eigentlich doch lebt. Weil, ich lebe ja hier in der Kreisstadt Viersen, Kreis Viersen, und ich wohne in der wunderschönen Stadt Döken. Und ich weiß, ich bin ja kein Dökener, ich bin ja kein Viersener, also ich gehöre überhaupt gar nicht dazu. Ich bin ja in der Provinz aufgewachsen, ich bin in Waldniel geboren, wow, Waldniel. Und hab dann halt die große Kurve gemacht, die große... Wie nennt sich das? Die große Landkurve. Weil nie geboren, Schwalmtal, Amon gelebt, dann rüber, zack, Breil, Josefstraße, Siemens Metzgerei drüber gewohnt. Immer der absolute Hammer. Da kann ich mich noch an erinnern.